So, herzlich willkommen zurück. Und wir haben ja das letzte Mal die Lederschuhen gefunden. Die sind übrigens wieder hier, die spawnen wieder neu. Anziehen. Und ja, wir bekommen dadurch ein bisschen Rüstung. Hier hat es überall Spinnen, die kann man sogar angreifen. Die noch viel aushalten für die Größe. Aber die hinterlassen nichts. Ein Messer möchte ich gerne mitnehmen. Ein Kohlkopf? Nee, brauchen wir nicht. Da ist das ein Spieler. Ja, lila Farbe heißt der Spieler. Stufe 200. Hier haben wir nichts Gescheites. Können wir mal irgendwas durchsuchen. Und was steht? Findest aber nichts, okay. Hochsteigen, Leiter. Und jetzt gehen wir mal aufs Dach, dort ist die Bank. Ups, jetzt leckt es gleich. Ah, gut, leckt nicht mehr. Hier haben wir auch noch ein Messer. Und hier haben wir eine Geistesrune, die nehmen wir mit. Auch hier runter. So. Ich tue alle Sachen runter, die ich mal gebrauchen könnte, die ich nicht ins Lager reintun soll. So, und hier oben bekommt man übrigens kostenlos ein paar Scheite. Die spawnen immer wieder hier. Also wenn ihr mal unkonventionell oder einfach keinen Bock habt, die ganze Zeit zu fällen, könnt ihr Scheite mitnehmen und sie anzünden, um das die Fertigkeit irgendwas Fackel, Funkenschlangen, genau, zu leveln. Bank benutzen. Deponieren 10 Feder. Rohes Huhn könnten wir deponieren. Ein Ei. Kuhhaut nehmen wir mit. Rohes Rindfleisch. Ah, das rohe Rindfleisch können wir mitnehmen und dann braten. Die Helme verkaufen wir. 10 Erz könnten wir deponieren. Ein Bitterfisch können wir auch Ding. Ein Eimer Milch, für was brauchen wir einen Eimer Milch? Für einen Kuchen wahrscheinlich. Legen wir auch mal rein. Und der noch durch Luftstab werden wir mal benutzen. Genauigkeit 160. 150. Wir nehmen mal den Luftstab, der hat glaube ich kostenlose Luftsauger oder so. Oder, kann man das irgendwie überhaupt untersuchen. Ah, ein Stab der Luftrunen ersetzt, der zaubert automatisch hier der Lufttyp. Okay. Der Langbogen, welcher ist besser? 91, 150. Der ist besser. Gut. Der Luftstab werden wir hier hin tun. Und die Luftrunensachen, die werden wir mal reinlegen. Die brauchen wir jetzt nicht. Ja, Segel brauchen wir auch noch nicht. Gut. Ja, heute machen wir was? Ja, eine Quest möchte ich jetzt noch nicht anfangen. Ich möchte noch ein paar Sachen zeigen. Zum einen ist das Handwerk und das zweite ist ja, Funken schlagen, Holz fällen und so weiter. Dazu gehen wir mal, da wir Holz sicherlich gebrauchen können fürs Handwerk, benutzen wir mal ja, Holzhacken. Mit Hilfe von Holzfällerei kann man Beute fällen und Scheite sammeln. Scheite sind nützlich für andere Fertigkeiten, beispielsweise Bognerei, Funkenschlag und Baukunst. Wenn man eine mächtigere Axt benutzt, kann man Bäume schneller fällen. In Bobs Axtladen in Lumbridge gibt es Äxte zu kaufen, genau wie in jeder großen Markthalle. Okay, jetzt werden wir die mal benutzen zum Funkenschlagen. Einfach Ding und dann anzünden. So, gut. Und jetzt probiert er das anzuzünden mit einer
Weiß nicht, was das ist. Zundbüchse. So. Und jetzt kann man am Feuer irgendwas braten. Zum Beispiel Koch. Ja, gebratenes Fleisch herstellen. Du hast dein Essen verbrannt. Wenn du das Kochen lernst, besteht die Chance, dass du das Essen verbrennst. Wenn sich deine Kochkünste verbessern, steigt auch deine Erfolgsrate. Mit verbranntem Essen kann man nichts mehr anfangen. Wirf es also am besten weg. Rechtsklick auf das verbrannte Essen und wähle fallen lassen aus oder linksklick darauf und ziehe es aus dem Inventar raus. Fallen lassen. Hey, ich will da bleiben. So, jetzt benutzen wir hier nochmal das Feuer. So. Und jetzt ist es schon wieder verbrannt. Okay, schade. Dann werden wir das noch später nochmals benutzen. Die Items verschwinden auf dem Boden nach einiger Zeit. Und ja. Ansprechen, Gardist von Lumbridge. Seien Sie gegrüßt, Abenteurer. Herzog Horatio hat uns zu Gardisten vor kurzem mit stark verbesserten Schwerten versorgt und besser ausgebildet. Ich habe jetzt viel mehr Vertrauen in unsere Fähigkeit, Lumbridge zu verteidigen. Jetzt, wo wir tatsächlich richtig Ausrüstung und eine bessere Ausbildung haben. Okay, gut. Das ist hier der Tutor, der Ratgeber. Ansprechen. Hallo, Abenteurer, wie kann ich Ihnen helfen? Wer sind Sie? Ich bin Phileas, der Ratgeber von Lumbridge. Früher sind die Leute von überall hier angereist, um mich um Rat zu bitten. In letzter Zeit scheint das Ansehen allerdings etwas nachgelassen zu haben. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Erzählen Sie mir etwas über Lumbridge. Lumbridge ist eine der ältesten Städte der Königreich der Menschen. Es wurde vor über 200 Jahren gegen Ende des vierten Zeitalters gegründet. Die Stadt wurde nach dem Fluss Lahn benannt und wird von Herzog Horatio regiert, welche ein guter Freund unseres Königs Roald von Mistelin ist. Vor kurzem gab es allerdings gewaltige Veränderungen aufgrund der Schlacht von Lumbridge. Wer sind Sie? Ah, das haben wir geschafft. Ding. Erzählen Sie mir das über... Okay, dann brauche ich keine Hilfe. Okay, ja, hier ist die Kirche. Öffnen Kirchentür. Hier wird wahrscheinlich irgendwas über Gebet gesagt. Pater Ayrak. Willkommen in der Kirche des heiligen Saradomin. Wer ist Saradomin? Sicherlich haben Sie von unserem Gott Saradomin gehört. Er, der das Gute und Reine in dieser Welt erschaffen hat, ihr Unwesen ist nur sehr schwer fassbar. Er ist ein Gott mit den meisten Anhängern, zumindest in dieser Teil der Welt. Er besiegte den teuflischen Zamorak in der Schlacht von Lumbridge, ganz in der Nähe, und er verteidigt uns alle gegen das Böse. Ah, tut mir leid, ich bin nicht von dieser Welt. Und schweigen. Das ist seltsam. Ich habe immer gedacht, Wesen aus einer anderen Welt sind, sie sind schon nur Schleim und Tentakel. Das stimmt schon, wie findest du meine Verkleidung? Ah, hinfort mit ihnen, verfluchtes Unwesen aus einer anderen Dimension. Hinfort im Namen Saradonins. Okay, okay, war doch nur ein Scherz. Oh, ja, da hat es eine Leiter. Schauen wir mal, was A oben ist. Kann man Klavier spielen? Lol. Es passiert wirklich was. Es ist ein bisschen leise. Untersuchen. Eine Kirchenorgel. Man hat Hände beschwört und die haben gespielt. Okay, wir bekommen hier einen Auftrag. Irgendwo kann man hier in Lumbridge
Sachen erledigen. Also man hat zum Beispiel jetzt einen Auftrag gehabt, an der Kirchenorgel zu spielen, und das haben wir gemacht. Dann haben wir jetzt einen Auftrag erledigt, wahrscheinlich irgendwo hier. Erfolge. Das könnten wir noch machen. Okay, das haben wir schon. Also die mit dem gelben Ding Häkchen haben wir schon erledigt. Und die anderen müssen wir noch machen, okay? Ah, hier kann man wählen, wo. Genau. Okay. Sehr schön. Jetzt können wir hier noch weiter nach oben. Und hier oben ist die Glocke läuten. Okay, ich mache mal den Ton ein bisschen lauter. Oh, das ist schon ein bisschen lauter. Und wir haben nochmals einen Auftrag erledigt, einen Erfolg. Okay. Also ich werde ein bisschen lauter machen, aber nur wenig, sonst ist das nämlich zu teuer. Zu teuer. Zu laut, meine ich. Ja, die Vertonung mache ich aus, das ist nur Englisch. So. Weil bei der ersten Aufnahme war es alles zu laut und jetzt war es zu leise. Irgendwie ändert sich das immer wieder. Tut mir leid. Aber jetzt haben wir auch ein bisschen Ton. Hier ist ein Barde, ein Minensänger. Zuhören, Musikant. Schöne Musik. Ich glaube, da regeneriert sich die Lebensenergie besser, wenn man hier zuhört. Wer sind Sie? Ich? Ich bin ein Musikant. Ich kann Ihnen helfen, sich zu entspannen. Setzen Sie sich hin, ruhen Sie Ihre müden Glieder aus. Ich werde dafür sorgen, dass der Stress des Tages von Ihnen abfällt. Was gibt es noch eine? Strapazenreise, Jakob. Es ist ein bisschen zu laut. Ja, danke, aber ich wäre jetzt endlich mal dafür, leise zu machen. So. Also eben hier kann man sich ausruhen, wenn man halt schwer verwundet ist oder sonst irgendwas. Ich wollte ja nochmals ein paar Bäume fällen. Hier haben wir zum Beispiel einen Baum. Ja, mit der Fertigkeit Bognerei kann man Gegenstände herstellen, die besonders nützlich für Fernkämpfer sind. Linksklick auf die Schalter in deinem Inventar, um einen Gegenstand auszuwählen, den du mit ihnen benutzen kannst. Wähle das Symbol für das Messer aus, um die Schalter zu bearbeiten. Wenn du bereits ein Werkzeug ausgewählt hast, kannst du das über die Schraubfläche für den Werkzeuggürtel ändern. Tritt die entsprechende Auswahl, um einen Kurzbogen oder Pfeilschäfte herzustellen. Um einen Kurzbogen herzustellen, brauchst du eine Bogenseite, die du mit der Fertigkeit Handwerk herstellen kannst. Zum Fertigstellen der Pfeilschäfte benötigst du Federn, die erhältst du, wenn du Höhner tötest, sowie Pfeilspitzen, die du mit Bergbau und Schmieden herstellen kannst. Ich werde die benutzen, bearbeiten, für... Also mit einem Messer für, ja, Pfeilschäfte werden wir mal herstellen. Fertig. So, dann brauchen wir eben noch Pfeilspitzen und Federn. Federn bekommen wir von den Dinger, von den Hühnern. Und Pfeilspitzen müssen wir dann herstellen aus Bronze. Das machen wir doch. Wir wollen ja nachher noch ein bisschen Bogen schießen. Da brauchen wir schon ein paar Pfeile. Ich weiß nicht, ob 16 gut ausreicht. Ah, hier. So, gehen wir hier rüber. Jetzt können wir hier zum Beispiel... Oh nein, nicht die Kühe angreifen.
So, öffnen. Ruine angreifen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Fäden wir brauchen. Ich glaube, wir bekommen 5 Fäden, oder? 15 Fäden. Wir haben 15 Freischächte. Dann können wir die mal verbinden. Benutzen mit Fäden. So. Spitzenlose Pfeile haben wir hergestellt. Und jetzt brauchen wir noch ein bisschen Bronze. Dazu müssen wir wieder in Richtung Süden, Südwesten gehen. Da können wir jetzt wieder über die Brücke. Wir fällen hier nochmals einen Baum. Ich muss schauen, wo man Handwerk überhaupt ausüben kann. Oder wie. Wenn man das Messer jetzt benutzt. Komm, fäll den Baum. Ah, wir haben also schon ein Messer. Wir brauchen nicht zwei Messer. Benutzen Messer mit Holz. Und jetzt... ist nur Bognerei, also kein Handwerk. Ja, brauchen wahrscheinlich ein bisschen Lehm oder sonst irgendwas. Benutzen wir mal die Falltüre hier. Was ist denn hier unten? Okay. Da ist irgendwo ein Kämpfer. Obergauner Stipp Itzen. Und Darren Langfinger. Ansprechen. Ach, kommen Sie rein, ich wollte gerade anfangen. Lassen Sie sich von mir nicht aufhalten. Bürger und Bürgerinnen von Lumbridge. Am heutigen Abend präsentiere ich Ihnen die ultimative Gelegenheit. Ich biete Ihnen die Gelegenheit, sich in der Gesellschaft einen Namen zu machen, die unausgeglichen und töricht geworden ist. Ich biete Ihnen die Gelegenheit, die Reichtümer unserer Zivilisation neu zu verteilen. Ich biete Ihnen die Gelegenheit, früh über Ihr Leben zu entscheiden, ohne sich den Kopf zerbrechen zu müssen, ob Sie diesen Monat die Miete bezahlen können. Ich biete Ihnen die Fähigkeiten, die Kosten abzudecken, die alle bezahlen müssen. Ich biete Ihnen die Möglichkeit zur Rache an diejenigen, die nur nehmen, aber nichts geben. Ich biete Ihnen nichts Geringes als Gelegenheit für alle. Manche werden sagen, dass ich die Gesetze breche, dass ich ein Dieb und ein Gauner bin. Diese Leute haben recht. Das Gesetz, dass ich nicht lache, das Gesetz, dass es den Obrigen erlaubt, unsere Aufstieg zu verwehren. Wenn ich stehle, dann von denjenigen, die es verdient haben und noch mehr besitzen, als sie brauchen. Und wenn ich ein Gauner bin, dann nur, weil ich mich an jene räche, die sich ihren eigenen Besitz ergaunert haben. Wenn Sie mir helfen, bitte ich Ihnen endlose Gelegenheiten, reich und berühmt zu werden, oder zumindest berüchtigt. Bürgerinnen und Bürger, Ihr Schicksal erwartet Sie. Willkommen zum Vorbereitungskurs zukünftiger Mitglieder des Unterweltadels. Hier entdecken Sie die Technik, die Tricks, das Training und die Tests, die Sie auf Ihrer Reise zu Ihren neuen Berufung beleiden werden. Hier werden Sie Teil der absoluten Elite und mischen sich unter diejenigen, die entschlossen gegen die sozialen Parasiten dieser Welt vorgehen, um unsere Gerechtigkeit und persönliche Bereicherung zu garantieren. Sie werden, ja, Sie hätten da eine Frage. Und das war's. Die weltberühmte Gate ist ein Keiler mit zwei Tippen und einer Strohpuppe. Nun ja, wie lange gibt's die Gate denn schon? Er antwortet nicht. Also? Seit 2 Wochen. Und was wollen die neuen Mitglieder tun? Was soll sie denn tun? Wir brauchen Geld. Wirklich wie ungewöhnlich. Ich weiß, dass das nicht gerade das ausgefallenste Ziel ist, aber irgendwie müssen wir ja anfangen. Um genau zu sein, müssen wir diesen Keller in ein Hauptquartier verwandeln, wie es jemand gebührt, der eine Hauptrolle auf der Bühne des internationalen Verbrechers spielt.
Ich gehe mal davon aus, dass Sie einen Plan für dieses Vorhaben haben. Aber natürlich, in der Bank von Schloss von Lumbridge befindet sich ein goldener Kelch von außerordentlicher Qualität und hohem Wert. Ich habe einen willigen Käufer dafür gefunden. Jetzt muss der Gegenstand nur noch abgeholt werden. Ja, klar. Aus dem Tresorraum der Bank. Richtig, und da man in den Tresorraum nicht ohne weiteres gelangt, brauchen wir auch noch den Schlüssel seines Besitzes. Und der wäre? Das wird meine rechte Hand, stieb Itzen so bald wie möglich herausfinden. Es wird sie dann auf dem Schlossgelände darüber in Kenntnis setzen. Dann müssen sie den Schlüssel nur noch in ihren Besitz bringen, ob gewaltsam oder nicht, das sei ihnen überlassen. Dann müssen sie den Tresor öffnen, mit dem Kelch bringen und sie stellen ja ganz schöne Ansprüche. Ach, davon werden sie sich doch nicht abschrecken lassen. Ich biete Ihnen das beste Training und die größten Belohnungen für Ihre Hilfe. Zeigen Sie mir mal, was Sie drauf haben, dann können wir wiedersehen. Okay, annehmen. Na schön. Wunderbar, dann wollen wir mal alles vorbereiten. Das ist die Attrappe 1. Sie hat die größte Tasche, die man sich vorstellen kann und merkt einfach überhaupt nichts, dass sie ja aus Stroh, Holz und Leinen besteht. Für Anfänge eignen sie sich sehr gut, aber wenn sie auch nur ein Fünkchen Talent haben, werden sie bald zu gut für sie sein. Also, ich will, dass die Puppe so vorsichtig und heimlich wie möglich bestehen. Nein. Nein, nein, nein. Sogar meine Oma könnte das besser. Ich glaube, wir müssen ganz von vorne anfangen. Bestehen Sie einfach die Puppe mit den riesigen Taschen, dann werde ich meine Weisheit mit Ihnen teilen. Bestehlen? Und wir haben schon etwas bekommen. Denken Sie dran, lockern Sie die Finger und spannen Sie dann das Handgelenk an. Und gleich nochmal. Ruhig, aber schnell lautet die Devise. Noch einmal. Geben Sie seliger den Namen, also geben Sie alles noch einmal. Hände hoch, Hände runter. Ach nein, doch lieber Hände hoch. Nochmal. Irgendwann werden Sie mir noch die Show stellen. Okay. Ist nicht gut übersetzt, soll deine Show heißen, aber Sie haben es mit Schau übersetzt. Natürlich. Naja, eigentlich sollte ich ja jetzt nochmal mit ihm reden, oder? Okay, es ist nichts mehr Gescheites. Gut. Dann gehen wir mal nach oben wieder. Hallo. Hochsteigen. So, jetzt schauen wir nochmals kurz, wo wir Handwerken trainieren können. Und das nächste Mal machen wir die Pfeilspitzen. Und ja. In diesem Haus kann man sicher auch etwas tun. Ah, das ist ein Laden. Nein, hier gehen wir nicht rein. Ja, der muss natürlich angeben. Potato A7. Okay. Hier ist Jack, der Erforscher. Da können wir auch später mal irgendwas machen. Dann können wir mal hier die Treppe nach oben steigen. Hat's hier irgendwas? Ich weiß nicht mehr, was wir brauchen. Aber ich denke mal, wir brauchen einen Krug und ein bisschen Lehm. Dann machen wir das später. Und wir machen jetzt... Was machen wir jetzt? Wir werden hier was anpflanzen, oder? Können wir überhaupt irgendwas inspizieren? Die gedüngt, muss gedüngt werden. Rechen. So, jetzt haben wir ein bisschen Unkraut. Jetzt können wir hier Info.
Können wir zum Beispiel einen auch Eichenbaum setzen, eine Lebenszauberrolle und so weiter. Aber da wir keinen Dünger haben, können wir noch nichts machen. Benutzen Unkraut mit Messer. Geht nicht. Ja, das müssen wir alles noch ein bisschen lernen. Ich denke, wir werden jetzt nochmal die Helme verkaufen. Also alles verkaufen nochmals. Hat jetzt die Helme. So. Helm 5 verkaufen. Die verkaufen. Kuhhaut können wir dann nochmals verbrauchen. Das Unkraut verkaufen. Ja. Der Rest werden wir dann irgendwann. Okay, das können wir auch nicht so benutzen. Ah, das Messer. Verkaufen. So. Einen Topf könnten wir brauchen. So. Ja, aber ich will jetzt nicht aufhören handeln. Was noch? Meißel. Ich nehme, kaufe einen Meißel. Wie viel kostet der? 14. Haben wir nicht einen Meißel? Nein, das ist alles falsch. Hier. Werkzeugbeutel. Ja, einen Meißel haben wir schon. Wähle eine Option. Ich will einen Meißel benutzen, bitte. Ich möchte den Meißel benutzen. Rechtsklick, anzünden, nutzen, bearbeiten. Ich will aber mit dem Meißel bearbeiten. Schade, können wir so nicht machen. Ich brauche irgendwie eine Schmiede, eine irgendwas. Ja, eine Fräse oder sonst irgendwas, wo man halt das Holz zu Scheite verwandeln, also verarbeiten kann. Gehen wir mal hier rein. Hier haben wir zum Beispiel ein Waschbecken. Gehen wir mal nach oben. Hier ist nichts. Hier drüben ist eine Schildkröte. So, ansprechen, handeln. Ah, der hat die Werkzeuge, alles Mögliche. Die Eisenachs können wir noch nicht benutzen. Okay. Der V-U-2-H-R. Okay. Okay, wir werden noch ein bisschen fischen und dann beende ich auch diese Folge leider schon wieder eigentlich und werde mal schauen, wie lang die Folgen waren. Eventuell ist das nicht der dritte Part, sondern der vierte Part oder der zweite Part, je nachdem. Mit dem Fischer zuerst reden. Schön, Sie kennenzulernen. Sie sind wegen Herr der Fischer hier. Kann ich jetzt an einem Wettbewerb teilnehmen? Erzählen Sie mir das über Herr der Fische. Was möchten Sie denn wissen? Oh, ich will jetzt noch keinen Wettbewerb. Ich möchte mehr über Belohnungen wissen. Es ist nur natürlich, dass man für seine Mühen belohnt werden will. Sie können Erfahrung in Fischen, rohe Fische, eine Fischmontur und, wenn Sie genug gut sind, eine Angelkiste erhalten, indem Sie Ihre Angelausrüstung verstauen können. Zeigen Sie mir die Belohnungen. 140 Marken.
Okay, Fischerausrüstung. Anfänger, Angelkiste. Und wie bekommen wir die Marken? Wahrscheinlich durch das Angelfischen. Ja, ich will Angelwettbewerb teilnehmen. Der Wartebereich für den nächsten Wettbewerb in 12 Minuten geöffnet. Wenn Sie mich dann nochmal ansprechen, kann ich Sie zum Wettbewerb hin teleportieren. Okay, dann werden wir das nächste Mal machen. Also wenn wir ein bisschen gelevelt haben, machen wir das. Fischen Netz, Fischen Angel und Köder. Fischen mit dem Netz bitte. Angeln mit einem Köder braucht wahrscheinlich ein paar Rohstoffe, also vor allem Köder. Und die haben wir nicht. So, was gibt es hier für Fische? Geht ein bisschen lange. Hallo? Okay, wir haben eins. Wir haben rohe Garnelen. Nochmals rohe Garnelen. Dreimal rohe Garnelen. Okay, das Fischeloch ist weg. Und jetzt gehen wir zum zweiten Angelplatz und fischen mal mit Angel und Köder. Du benötigst ein Fischen mindestens auf Stufe 5, um hier fischen zu können. Fischen Netz. Das geht. Also wir brauchen für die Angel Stufe 5. Ja, wir haben nochmals Garnelen geholt. Rausgezogen. Aha. Wir bekommen also nur Garnelen aus diesen Fischen oder mit dem Fischernetz. Schade. Okay, dieses Level werden wir machen. Bis dorthin. Noch zwei oder drei Fische rausholen. Gibt es auch etwas Besonderes? Gibt es auch Schuhe? Ich weiß es nicht. Aber bisher haben wir nur Garnelen gefischt. So, und wir haben Stufenaufstieg. Gut, gehen wir weg. Jetzt könnten wir die noch braten. Dann haben wir noch ein bisschen Ding. Kochkunst. Benutzen. Im Lagerfeuer Koch. Ich möchte benutzen mit Feuer. So. Okay, zwei haben wir gebraten. Die gehen besser zum Braten. Eine ist verkohlt, zwei sind verkohlt. Drei sind verkohlt. Vier sind verkohlt. Fünf? Okay, wieder nicht verkohlt. Okay, fünf sind verkohlt. Und fünf sind gegangen. Also. Ja. Dann werden wir die Garnelen dann verkaufen. Die kann man rausschmeißen. Ja, die können wir auch verkaufen. Und ja. Später werden wir dann noch Erz sammeln für die Pfeile. Erz sammeln. Und weitermachen. Ja. Ich hoffe, es hat euch schon mal gefallen. Mit diesen Parts. Gebt mir ein bisschen Feedback. Und wie ihr das Spiel findet. Und ja. Ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal auch wieder ein. Wenn es heißt, Let's Play RuneScape. Bis denn, tschüss.